Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play The Medium. In der letzten Folge sind wir hier in ein Gemälde gereist. Hey Richard. Was wir jetzt mal erkunden werden. Es ist alles super crazy gerade. You can't catch me. Ja. Ich möchte lieber hier lang gehen, das sieht freundlicher aus. Er rennt aber auch irgendwie ganz komisch. Jetzt möchte ich hier lang gehen. Okay, hier ist irgendwas passiert. Thank you, Richard. I can't tell you how much this means to me. Davon habe ich doch schon mal gehört. But what is it? It's something very important. Promise me, you'll keep it safe. Es ist halt im Moment so strange. Können wir nicht mitnehmen. This way, silly. Rose? Okay, ich bin mir nicht sicher, ob der Weg, den ich hier gehe, der richtige ist. Ich laufe einfach random irgendwo hin. There you are. I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey. Das sieht irgendwie echt schön aus. Ich dachte mir gerade so, das wäre ein geiles Thumbnail. Daraus kann man sicherlich was machen. Aber gleichzeitig denke ich mir gerade einfach nur so, es wird gleich wahrscheinlich wieder sehr, sehr böse enden. Und es fängt schon an, während ich darüber rede. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? Das kann ich dir nicht sagen. Kann ich einfach wieder gehen? Ist das möglich? Die Tür ist offen, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen. Er rennt aber auch ganz, ganz weird irgendwie. Hat sich irgendwas geändert? Die Treppe, ist sie frei? Guck mal. Oh. Who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey. And he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough. Kann ich hier rüber gehen? Nein, okay. Wollen die mich schlagen? Nein, oder? Es ist so weird. Oh, ich sag euch, ich hab's schon so oft gesagt, ich nehme das irgendwie immer so oft so spät auf. Hey, come here. I need you to do something for me. Ich wette irgendwie, dieser Stiefvater ist der Schlüssel. Das klingt jetzt schon schlimm, wie der schon redet. I need you to bring me that thing. You know which one. Yeah, real specific. Ich habe nichts. Befreie Richard von seinen Dämonen.
Wieso kann ich das so genau sehen? Aber wieso kann ich nichts tun? Don't make me get up, boy. Okay, sollen wir ihm vielleicht erstmal nur das Buch geben? Jo. Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Er ist ein Idiot. Er möchte bestimmt eine Flasche Bier haben. Der klingt schon so ein bisschen angesoffen. You calling me a drunk? Get the hell away with that. Real fucking charmer, that one. Ja, okay, ich würde sagen, das Hochzeitsbild ist da eher kontraproduktiv, ihm das zu geben. Wir haben die 5 und das. Ich würde das erstmal nehmen. Tatsächlich. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch nicht das Richtige ist. Obwohl, die 5 könnte eigentlich... Weiß ich nicht, das könnte der auch wieder falsch auffassen. Nennst du mich etwa einen Raucher? Oh, you little shit. Er hat einfach den Stuhl kaputt gemacht. What did you do to me? Say that, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck. Get the hell away from me. Okay. Krass. Mit dem Messer hat er dann auf den Stiefvater eingestochen. Es ist einfach so strange. Crazy. Also, er lebt quasi davon. Okay. Er lebt also immer quasi von dem Leid. Oh shit. Jetzt klappt es wieder für einen Moment nicht mehr. Okay. Jetzt ist das Viech tot. Der Stiefvater wird der Mutter irgendwas angetan haben. Davon gehe ich jetzt mal ganz, ganz stark aus. Okay, wir sind anscheinend noch. Wir sind anscheinend noch aufgeladen. Okay, auf ins nächste Gemälde. Oh damn, dieses Spiel ist so strange. Not the same time. Richard. Ich hoffe mal, es ist gerade in der Aufnahme nicht ganz so dunkel, wie es bei mir aussieht. Ich kann meinem zweiten Monitor nicht ganz vertrauen. Also meinem neuen. Ich habe ja einen neuen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und der, also mein Alter hat die Farben halt sehr neutral dargestellt, sodass ich immer auf dem zweiten Monitor 100% sicher wusste, so und so hell ist die Aufnahme jetzt. Bei dem kann ich es nicht. Das ist alles super ungünstig. Aber... I'm sorry.
It's all right, Rose. We can finish some other time. Damit muss ich jetzt irgendwie leben, ansonsten versuche ich im Schnitt immer das Beste rauszuholen. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Richard, where are you? Hello? Ich möchte da lang gehen, glaube ich. Das sieht freundlicher aus. Richard, come out! Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Irgendwo habe ich schon mal von dem Ding gehört, glaube ich, oder? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Vielleicht irre ich mich auch. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Naja, es ändert nichts, aber es erklärt immerhin etwas. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. But why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! What the fuck? Okay, wir sind nicht mehr aufgeladen. Das heißt, wir müssen wieder einen neuen Weg finden, uns aufzuladen. Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Denounces or otherwise acts against his compatriots. Das erste Haus auf der linken Seite, direkt am Fluss mit dem alten Kirschbaum davor. Sie verstecken sich in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sie manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können, meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nachts. Uff, diese Musik. Unforgivable crime against the motherland. Ist das nicht ein Judenstern? Also hat das Ganze jetzt wahrscheinlich auch noch Zweiter Weltkrieg Hintergründe. Swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Crazy. Okay, da muss ich wohl halten. Okay. Ah,
This is getting tedious. Rose, where are you? I'm sorry. Ich hab mein Schutzding nicht mehr, oder? Doch. Es hat nur gerade irgendwie nicht funktioniert. Ich frage mich, ob es egal ist, welchen Weg man geht, ob man immer an derselben Stelle rauskommt. Okay, ich muss hier lang gehen. Oder? Geht's hier echt nirgendwo weiter? Ich gehe mal hier lang. Nee. Hier? Nein, okay. Vielleicht komme ich halt echt jedes Mal einfach wieder in solche Dinge rein. Allerdings werde ich hier andauernd irgendwie gehittet. Was mir prinzipiell schon mal nicht gefällt. Als ob ich bisher jedes Mal einfach direkt den richtigen Weg getroffen habe. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Und jetzt verkacke ich den Weg einfach komplett, weil sich einfach alles gedreht hat. Okay. Nee. Nichts. Wie sieht's hier aus? Ja, es ist das, was ich glaube ich vermutet habe. Allerdings eher nicht so als dieses Erkennungszeichen, was es ja zu NS-Zeiten gab, sondern eher... Was es... ja, es war eher so eine Kette quasi. Oh. Der Dämon vor dem Fenster. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, da jetzt hinzugehen. Aber wir haben ja eh unser Schutzschild. Okay. Wir treffen auf selbe hinaus. Let's get this over with. What the fuck, das sieht so krank aus. Was soll ich tun? Okay, ich glaube, ich habe es verstanden.
somebody! Please, help! Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. Das war jetzt nicht weniger merkwürdig. Overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? Beast. That's what he is. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. You're him, Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound, the sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, child? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. Now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. I am, aren't I? He ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man... Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Do not exist. That's all I want. So be it. Do you think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge.
I'm just the ferryman. Be gone. Richard. Auch das hat's jetzt nicht weniger creepy gemacht. This time, it wasn't just a feeling. It was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he part of my own past? Zeit, das mal zu ergründen. And then something clicked. That girl. It's me. But it looks like it was taken here, at Neva. Shit. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There, in the woods. Okay. Puh, das war sehr, 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 sehr crazy. Ich muss halt sagen, ich hatte schon am Anfang mal die Vermutung, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, dass wir vielleicht selbst Sadness sind. In einer anderen Form. Vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht ist das jemand ganz, ganz anders. Aber irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht warum. Gut, an der Stelle verabschiede ich mich dann für heute. Ja, das war sehr, sehr crazy gerade. Aber halt wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Also, das Spiel ist schon echt gut. Es lebt nicht so wirklich durch diesen Verfolgungspsycho-Terror-Horror, sondern es ist halt einfach die Atmosphäre. Und das ist halt so ein bisschen so eher dieses Silent Hill-Ding, was hier sehr, sehr gut umgesetzt wird, muss ich sagen. Ja, ich weiß, ich habe den Vergleich schon echt oft gemacht, aber irgendwie ist das so gut. Ich bin raus. Ich mache auch Schluss für heute. Wir haben es mittlerweile wieder kurz vor 2 in der Nacht. Die perfekte Zeit, um solche Spiele aufzunehmen. Aber nein, ich muss jetzt noch schneiden. Deswegen, ja. Ich bin raus und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.